So, hallo, mein Name ist Florian von Lautsprecher Teufel. Wir sind hier auf dem IMB, der Vorveranstaltung zur IFA, und haben drei neue Produkte mitgebracht. Den Anfang macht der Bluetooth-Lautsprecher Bamster Pro mit allen Bedienelementen am Gerät. Vielleicht sieht man es ganz schön, dass die Lautstärke hier über diesen LED-Ring angezeigt wird. Mit Titelsprung, Play-Pause, einer Technik, die wir Dynamo nennen, die wir selber entwickelt haben, die ein breiteres Stereopanorama erzeugt. Freisprechfunktion ist drin und auch der Batteriestand wird visualisiert durch diesen Ring. Das Ganze liegt auf einer Ladeschale, sodass man das an einem Raum, in einem Punkt im Haus immer geladen hat. Das Gerät wird einfach draufgestellt, ist dann immer einsatzbereit, um damit den Raum zu wechseln, auf die Terrasse zu gehen und natürlich auch auf Reisen zu gehen. Da kann man ihn auch per Micro-USB laden. Dann hätten wir hier unseren zweiten Bluetooth-Kopfhörer, aber den ersten In-Ear. Nennt sich Move BT. Vorführeffekt. Einfach um den Hals gelegt. Hat hier auf der rechten Seite dann noch die Line-In-Fernbedienung und wird auch über Micro-USB geladen. Dann haben wir noch einen zweiten neuen In-Ear mitgebracht, den Nachfolger vom Fidelity. Das ist der Move Pro. Komplett aus Aluminium gefertigte Ohrteile. Das sieht man vielleicht schlecht, aber man fühlt es gut. PVC-ummanteltes Gewebekabel, was nicht so leicht verheddert und auch nicht so viel Reibungsgeräusche überträgt, wenn man in einer Kleidung trägt. Das ist aber ein kabelgebundenes Gerät. Alle drei Produkte kommen jetzt in kurzer Zeit auf den Markt. Der Bamster Pro bereits im Juli wird 229,99 € kosten. Als nächstes kommt im August unser Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer Move Pro für 99,99 €. Und im September kommt dann der Move Pro für 119,99 €.